Ein Monat ist die Volksbefragung in Österreich zur Wehrpflicht her, doch passiert ist seitdem nichts. Das Modell der Wehrpflicht bleibt ja bestehen, doch soll es moderner und attraktiver werden. Einen neuen Ansatz für die Bundeswehrdiskussion liefern unsere Nachbarn aus der Schweiz. Wer dort bei der Armee war, bekommt die Zeit danach bei einem Hochschulstudium angerechnet. Derzeit profitieren von dieser Regelung Wirtschaftsstudenten. Sie müssen dank ihrer Militärzeit weniger Kurse an der Uni besuchen. Österreichische Heeresexperten halten das Modell für nachahmenswert. Tobias Weidmann hat die Ausbildung beim Schweizer Militär zum Offizier gemacht. Die Führungskompetenzen, die ihm dort beigebracht wurden, haben ihm auf der Uni einen Bonus gebracht. 4 Unikurse hat er sich für das Wirtschaftswissenschaftsstudium erspart. Die Offizierschule, die ich in der Luftwaffe genoss, das war die beste Lebensschule und auch Ausbildung, die ich je gehabt habe. Also nicht vergleichbar mit irgendeinem Leadership-Kurs an der Uni. Ich habe gelernt, systematisch und analytisch zu denken, also Probleme zu erfassen, zu klären, zu beurteilen, Beurteilung von Lage zu machen und Variantendenken und Entschlussfassungen. Nur wer die Offizierslaufbahn eingeschlagen hat, kann sich dies aufs Studium anrechnen lassen. Die sozialen Kompetenzen, die in der militärischen Führungskräfteausbildung erworben werden, sind dieselben, die auch in den Managementkursen der Uni vermittelt werden. Indem wir eine Anerkennung der militärischen Führungsausbildung haben, sind wir attraktiv für Schweizer, die Militärdienst leisten, und zwar über das normale Ausmaß hinaus, nämlich als Offizier oder höhere Unteroffiziere. Und dadurch haben wir Studenten, die auch wiederum den Arbeitsmarkt eintreten, mit Fähigkeiten zu führen, mit der praktischen Erfahrung zu führen. Soldaten, die beim österreichischen Bundesheer ihre Ausbildung absolvieren, können sich diese nicht auf das Studium anrechnen lassen. Armeeexperten hierzulande halten das Schweizer Modell aber für nachahmenswert. Das ist ein Anreizsystem, das Menschen durchaus auch den Dienst im Bundesheer interessant machen könnte, weil sie damit eben auch die Möglichkeit haben, ein Studium schneller zu beenden. In der Schweiz gibt es derzeit 4 Fachhochschulen und eine Universität, die Armeezeiten anrechnen. Bis Ende des Jahres will das Schweizer Militär mit allen Fachhochschulen sowie mit weiteren Unis kooperieren.